Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Ja, was machen wir jetzt als erstes? Wir haben heute Diamanten und eine Perle bekommen. Ich wünsche euch jetzt als erstes mal einen wunderschönen Nikolaustag. Ich meine, bei uns sagt Klaustag. Und einen schönen zweiten Advent, das fällt ja dieses Jahr beides aufeinander. Wir machen erstmal hier wieder unseren Alltag. Das, was wir jeden Tag machen. Wir gucken die Post durch. Und dann können wir eigentlich gleich nochmal ein Rennen reiten oder sowas. Einige Champions-Nachrichten. Yay, okay. Habe ich das dann am besten abgeschlossen? Ich habe damit keine Erfahrung. Ich mache das also selten. Wir gucken mal als erstes ins Quiz rein. Welches Futter ist für Pferde schädlich? Trauben, Tomaten, Äpfel. Das sind die Tomaten. Der Name der Stadt Füssen kommt vom lateinischen Wort Faucis. Es bedeutet Schlucht, Strom, Kluft. Oh Gott. Ich gucke mir hier mal gerade ein bisschen um. Das weiß ich tatsächlich nicht. Wirkliche Schlucht ist es nicht. Eine Strom? Ja. Ich weiß es nicht mehr, was es... Oh Gott. Schlucht war es. Okay, anscheinend war es doch die Schlucht. Okay. Wie lautet das englische Wort für Pferd? House, Thief, Horse. Wir haben immerhin zwei Futtermischungen bekommen. So, wir gehen heute direkt nach Montana zurück, weil da haben wir noch eine Nachzucht heute. Mal gucken, ob wir die auf Level 5 bekommen. Da könnten wir direkt noch weiter züchten, denn ich möchte ja ein Tier 3 Pferd hinbekommen. So, als erstes äppeln wir hier mal ab. Jetzt muss ich direkt noch ein Pferd in die Oase schicken. Langsam nehmen wir Snowhoof. Ich glaube, damit dürften mittlerweile alle gezüchtet haben mit dem Pferd, die mit ihm züchten wollten. So, ich sammle erst noch alle Münzen ein. So, dann gehen wir mal... Obwohl, nee, wir packen... Ach, guck mal, die hätten wir sowieso noch trainieren können. Ich war fest der Überzeugung, dass sie schon Maximalstufe hat. Hat sie auch fast. Ah, herrlich. Einmal trainieren hätte schon gereicht, ne? Oh Gott. So, und dann können wir jetzt... Zack. Zoe wollte ich sie eigentlich ja nicht nennen. Ich finde, das passt ganz gut eigentlich. So, schauen wir mal, ob wir die Kleine auf Level 5 bekommen können heute. Das wäre jetzt so mein erklärtes Tagesziel. Sehr süß ist die Kleine. Sehr gelb. Ja, schon knuffig. Schauen wir mal, 9 Punkte haben wir jetzt bekommen. Ja, es ist jetzt natürlich ein ganz schönes Geduldsspiel, weil sie wird wahrscheinlich wieder nur irgendwelchen Kram wollen, der eigentlich überhaupt nicht wirklich großartig Punkte bringt. Aber okay. Warte mal, ich habe eine Idee, was wir auch machen können. Wenn wir die Kleine jetzt trainieren schicken. Die gute Athena. Wenn wir es jetzt beschleunigen für 36 Diamanten, bekommt sie 500 Erfahrungspunkte. Jetzt gucken wir mal. Das war es mir jetzt wert, welches Level sie erreicht hat damit. Level 4 hat sie erreicht. Das ist doch schon mal ein Punkt, auf dem man weiterarbeiten kann. Gerade so, aber sie hat Level 4 erreicht. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, wie viele Punkte sie denn braucht für Level 5. 285 braucht sie, 45 hat sie. Jetzt hat sie nochmal 30 mehr. 75 hat sie jetzt. Ja, das sollten wir doch eigentlich hinbekommen, hoffe ich doch. Ja. Schauen wir einfach mal. Mühsam ernährt sich das Hörnchen. Trauben haben wir auch noch welche. Da haben wir auch noch genug. 3 Stück möchte sie. Oder 3 Weinreben. Die bringen immerhin 46. Es ist, ja. Ach, guck mal, die Müsli-Regel. Die könnten jetzt ausreichen.
Die könnten tatsächlich ausreichen fürs Level-Up. Tun sie nicht. 67 Erfahrungspunkte. Es ist jetzt aber nicht mehr viel, was fehlt. Och, ja gut, 6 Diamanten, das lässt sie noch verschmerzen. Dam, di, dam, di, dam, di, dam. So. Nochmal 37 Punkte obendrauf. Jetzt noch Gras hinterher geschoben. Oh je, 4 Stück musste ich nachkaufen. Die hatten wir nicht mehr. Ich muss dringend mal wieder Sachen anbauen, aber irgendwie kann ich mich aktuell noch nicht so richtig dazu motivieren. Ja, leider aktuell immer noch kein Schnee in Horsehaven. Es ist auch noch nichts Ähnliches dergleichen irgendwie angekündigt worden. Leider. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass sowas vielleicht reingebracht wird. Aber anscheinend nicht. Finde ich schade. Aber vielleicht haben wir Glück und es kommt noch was. Es ist ja auch ein SSO. Es ist jetzt zwar schon weihnachtlich, aber noch nicht winterlich. Vielleicht kriegen wir das ja noch. Mal schauen, wer weiß. So, Athena ist Level 5. Das heißt, wir können jetzt mit ihr auch züchten. Die Kleine ist zur Großen geworden. Pling. Hübsche. Hübsch, hübsch. So, jetzt können wir auch direkt mal den nächsten Zuchtversuch starten. Wir stopfen jetzt in den Paarungsstall. Banos. Und Athena rein. Haben wir denn jetzt eine Chance? Ja, wieder auf 12%. Das ist dann aber auch keine Verbesserung. Wäre wieder dasselbe. Das wäre Mikey. Wäre aber ein Hengst auf der Stufe. Das heißt, dann hätten wir optimale Voraussetzungen, weiter zu züchten. Aber leider ist es nichts geworden. Es ist ein normaler geworden. Die Bella. Ich finde es schade. Ich weiß nicht, warum das Züchterereignis schon vorbei ist. Eigentlich geht es doch viel länger. Und diesmal war es irgendwie nur so 2 Tage oder so. Das verstehe ich nicht so ganz. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich schiele mal gerade auf die Uhr. Ich würde sagen, wir schicken alle anderen schon wieder zum Trainieren und reiten dann lieber noch ein Rennen. Australien hätte ich heute mal Lust drauf. So, du gehst auch noch trainieren. So, bei den dreien bist du in besten Händen. Und jetzt auf nach Australien. Dum, 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 mit War Admiral. Schauen wir doch mal, wie weit wir kommen. Mein Kopf kribbelt. Es ist bestimmt. Warte mal, hier. Seht ihr das? Wir haben überall diese. Hui. Ich habe keine Ahnung, ob das. Nein, nicht in die Tastatur reinfallen. Wir haben überall diese Fusseln von den Weihnachtsmützen. Das ist, glaube ich, auch aktuell. Der Grund, weshalb ich mich dauernd hier, warum ich dauernd irgendwo kribbeln habe, weil die Dinger, die hängen wirklich überall. So. Aber ich habe auch ehrlich gesagt, ich habe noch nicht einmal eine Weihnachtsmütze gehabt, die nicht irgendwie gefusselt hat. Das ist anscheinend so der gute Ton der Weihnachtsmützen oder so. Nein. Nur so ein Blödsinnsfehler, weil ich viel zu früh abgesprungen bin. Ach komm schon. Ah. Ich hüpfe hier echt passend zu Australien an, wie so ein Känguru. Und jetzt leckt's. Nein. Ach komm schon. Also heute bin ich irgendwie echt nicht mehr so ganz bei der Sache. Nicht mehr so ganz ist auch leicht untertrieben. So gar nicht. Das wäre, glaube ich, passender. Ja, jetzt ist gleich unsere Ausdauer schon weg. Und wir sind nicht großartig weit gekommen hier. Ach, na super. Ja, das passiert in dem Fall. Schlimm, schlimm, schlimm. Da habe ich mich gerade echt nicht mit rumbekleckert. Okay, yay, auf dem ersten, aber nur ganz, ganz kurz, weil das war eine miserable Leistung.
Egal, wir machen das schon noch. Wir machen das wann anders. Wir packen das. Irgendwas wollte ich doch hier noch hinstellen, oder nicht? Hatte ich hier nicht auch noch irgendwas, was ich platzieren wollte? Irgendwas hier in der Box drin? Keine Ahnung. Mir war irgendwie so, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht verwechsel ich da auch gerade was. Also. So, ich würde sagen, wir bauen jetzt hier noch was an. Und was haben wir nicht mehr? Wir haben zum Beispiel gar kein Gras mehr. Das bauen wir bis zum nächsten Mal an. Zwei Reihen. Was wir auch nicht mehr haben, ist Hafer. Da bauen wir auch noch zwei Reihen an. Dann haben wir wieder ein bisschen was, wovon wir uns bedienen können, wenn es wieder hart auf hart kommt. Oh, leck, leck. Okay. Hatten wir nicht eben noch irgendeine Aufgabe abgeschlossen? Nee, ne? Wir waren so schlecht. Nee. Hatten wir nicht. Macht nichts. Ich verabschiede mich für heute erstmal. Wünsche euch einen wunderschönen zweiten Advent, einen ganz, ganz tollen Nikolaustag. Und morgen dann auch einen guten Start in die neue Woche. Haltet durch, es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr seid nicht mehr zu arg im Prüfungsstress. Ich kenne es noch von früher, dass die Lehrer vor Weihnachten nochmal alles raushauen an ihrem Repertoire, an vielen Hausaufgaben und Arbeiten, was sie nur raushauen können. Ich hoffe, es ist gerade bei euch nicht so hektisch und ihr habt eine schöne, ruhige, beschauliche Weihnachtszeit. Und damit verabschiede ich mich für heute. Morgen geht's weiter. Bis dahin. Tschüss!